Jesus sagt, die Entrückung ist in Sicht und Donald und Melania werden entrückt werden. 17. Januar 2021. Worte von Jesus durch Schwester Claire. Gesprochen von Jackie. Jesus begann: Nun, ich bin hier und bereit, mit euch allen zu sprechen. Als ich euch vor ein paar Tagen bat, die Entrückung in Betracht zu ziehen, war es mir ernst. Jetzt ist es Zeit, umzuschalten von dem, was ihr denkt, dass ihr es braucht, auf das, was ihr wisst, dass andere es brauchen, wenn ihr gegangen seid. Versorge sie, Claire. Und hier möchte ich hinzufügen, dass Schwester Elisabeth geträumt hat und Ezekiel auch. Und es ging um die Entrückung und um das, was nach der Entrückung kommt. Ezekiel hatte einen Traum und er sah, wie Donald und Melania Trump in den Himmel genommen wurden. Wow, die meisten Propheten hatten gesagt, dass er noch einmal 4 Jahre dienen würde. Aber was, wenn die Entrückung das unterbricht? Ja, was, wenn es das tut? Herr, ist das wahr? Ja, es ist wahr. Ich nehme sie beide. Keiner von euch hat eine Ahnung davon, wie diese zwei gelitten haben. Wenn die Propheten über seine zweite 4-jährige Amtszeit sprachen, hatten sie nicht in Betracht gezogen, dass die Entrückung geschehen könnte. Beobachtet China, während immer mehr Christen werden. In diesem letzten Traum über die Entrückung, den Schwester Elisabeth hatte, waren mehrere Leute in einem Gebäude und plötzlich gab es da einen intensiven Blitz aus weißem Licht. Und ich war weg und Bruder Mike auch, aber Schwester Elisabeth war noch da, fast allein. In unseren Träumen über die Zukunft waren bestimmte Leute nach der Entrückung noch da. Was so erstaunlich war, ist, dass mit einem weiteren Lichtblitz Elisabeth mit himmlischem Licht und himmlischer Kraft ausgestattet wurde. Die Salbung war stark auf ihr und kurz danach wurde Bruder Leo von einem Lichtblitz getroffen und ebenfalls verwandelt. Herr, wird dies mit allen geschehen, die zurückbleiben? Nein, meine Liebe, nur mit denjenigen, die ich gerufen habe, um die Zurückgelassenen zu führen und hüten. Und Schwester Elisabeth hört den Herrn immer wieder sagen: Sei treu bis in den Tod. Ja, es wird Märtyrer geben, glorreiche Märtyrer. Aber bis dahin salbe ich die Restkirche, sie zu führen. Elisabeth sagte, dass sie nach diesem Lichtblitz, der sie verwandelte, eine Tür öffnete und eine starke, bedrückende schwarze Wolke auf sie zukam. Sie zog sich sofort eine Rüstung an und stellte sich der Dunkelheit entgegen, die sich dann zurückzog. Ja, es ist meine Vorsorge, dass die Führer der Endzeit mit übernatürlichen Kräften ausgestattet sein werden und die Rüstung ist ein Muss. Ihr alle seht jetzt die Verwirklichung der Pläne, die seit der Französischen Revolution für eine Einweltregierung geschmiedet wurden. Jede Generation, die daran beteiligt war, hat ihr Leben der Verwirklichung dieses Plans gewidmet, obwohl sie wusste, dass sie jenen Tag nie erleben würde. So hingebungsvoll waren sie. Jetzt ist ihre Zeit gekommen, Claire. Jetzt entfalten sich die Geheimnisse der Ungerechtigkeit und nehmen ihren Platz in der Geschichte ein.
Nur für eine kurze Zeit, danach werde ich kommen und dem ein Ende bereiten. Aber es ist wichtig, dass ihr die Zeit versteht, in der ihr euch befindet, damit ihr keine Zeit mit Dingen vergeudet, die für die nahe Zukunft keine Bedeutung haben. Betet auch für eure Feinde, betet für jene, die euch verfolgen, und betet für jene, die euren Präsidenten verfolgen. Ich möchte nicht, dass eines verloren geht. Ihr müsst für sie beten. Meine Leute, mein Vater hat gewartet und gewartet und gewartet, und jetzt ist die Ernte reif und er legt die Sichel an. Ja, wunderbare Dinge werden während dieser Zeit geschehen, aber der Kampf gegen das Böse wird äußerst schwierig sein. Aber ich habe jene ausgerüstet, die im Kampf bleiben müssen, und sie werden sich tapfer schlagen. Es geht nicht darum, den Lauf der Dinge zu ändern, denn ich habe geschrieben, dass das Böse das Gute überwältigen wird. Vielmehr geht es darum, bis zum Ende meine treuen Zeugen zu sein. Doch viele werden mich auf den Wolken kommen sehen und sich freuen, dass sie als würdig befunden wurden, meine Wiederkunft zu sehen. Ich möchte, dass ihr alle eure Entschlossenheit stärkt und bereit seid. Bitte denkt in dieser Zeit nicht an euch selbst, denkt nur an mich und das Überbleibsel und was sie brauchen werden. Schon bald werdet ihr hochgehoben werden, nur um später mit mir zurückzukehren in eine völlig neue Welt. Seid mutig, seid treu, vergeudet keine Zeit. Kümmert euch um andere, bereut Dinge in eurem Leben, in denen ihr versagt habt, oder Dinge, die ihr hättet tun sollen, die ihr nicht getan habt. Bereut diese Dinge, seid rein vor mir, denn ihr wisst nicht, zu welcher Stunde ich für euch komme. Seid bereit, meine Kinder, seid bereit.